Wanderer von den TDR-Werden mittlerweile unter den Teilnehmern der 75. Bayerischen Einzelmeisterschaft 2023 die Nummer 2. Aber schon, ich glaube, über 100 TDR-Punkte weniger als er hier am Nachbartisch, als Alexander Fleming. Hannes Hörmann hat dann nochmal 100 weniger über den Daumen gepeilt. Und die Nummer 31, sein Bruder. Der ist noch Jugendklasse, vor kurzem bayerischer Jugendmeister geworden und damit also das nächste Supertalent der Rinderer Familie. Der Papa spielt Tischtennis, hat es weitergegeben an die Kinder. Da gibt es noch einen dritten Bruder, der ist noch jünger, aber auch da in seiner Altersklasse Bayern Spitze. Also wo Rinderer draufsteht, ist immer top. Tischtennis drin. Was? Wie man sieht. Ich habe ihn wohl auch schon bei einer bayerischen Jugendmeisterschaft gefilmt, aber da war er noch nicht ganz vorne. Aber schon erkennbar, dass er in die Fußstapfen seines erfolgreichen Bruders tritt. Er spielt aktuell zweite Bundesliga bei Fortuna Passau, wird da demnächst auch in Hilpoltstein zu Gast sein. Da ist er auch so ab und zu mal. Beim Pokalhit Hilpoltstein gegen Borussia Düsseldorf habe ich ihn zum Beispiel getroffen und mit ihm und den Düsseldorfern natürlich zu Abend gegessen. Bei Hilpoltsteiner waren auch dabei, aber die hat man ja öfters, wenn man wie ich mit der Kamera in Hilpoltstein unterwegs ist. Einer der eifrigsten bayerischen Tischtennis-Schiedsrichter. Aber da gibt es ja einige zu erwähnen. Ich selbst war seit 1978 auch als geprüfter Schiedsrichter unterwegs. Habe aber kürzlich erfahren, dass meine Schiedsrichterlizenz mangels Besuch zu Fortbildungsteilnahmen jetzt auf Eis liegt. Mit gutem Recht. Ich komme eh nicht mehr dazu. Auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Meine Augen sind auch zu schlecht geworden. Das war der Hauptgrund eigentlich, wieso ich mich zurückgezogen habe, neben der Tatsache, dass ich natürlich lieber filme als Schiedsrichter. Obwohl das auch ein sehr ehrenwerter Job ist. By the way, wer solche hochklassigen Meisterschaften und noch hochklassigere, auch zum Beispiel zweite Bundesliga und auch erste Bundesliga, hautnah miterleben will, ohne Eintritt zahlen zu müssen, vom besten Platz, den man haben kann, meine Empfehlung, lasst es euch durch den Kopf gehen. Meldet euch zur nächsten Schiedsrichter-Fortbildung an. Da ist ein weiterer von den ganz eifrigen. Die anderen treffen sich bereits hier, weil in wenigen Minuten die Begrüßung beginnt. Karl Grillmeier, der BDTV-Präsident, schüttelt Daniel Rinder die Hand. Rinderer. Die alte Eminenz, leider auch gesundheitlich sehr angeschlagen, der Papa von Manu Hoffmann.
der das gemeinsam mit seiner Frau ja vor vielen Jahrzehnten in Schwung gebracht hat mit einigen anderen eifrigen Tischtennisfans, den ASV Neumarkt groß gemacht hat. Da erwähne ich gerne auch immer Eddie Bleisteiner, der wohl im Unfrieden mit den Hoffmanns ausgeschieden ist, sich einen neuen Verein gesucht hat. Gleich geht's los.